So, Leute, da sind wir im nächsten Gameplay. Ich habe mir mal den Tim dabei geholt. Moin, moin. Es klingt jetzt alles ein bisschen anders, weil der Tim doch ganz weit weg ist. Normalerweise haben die Leute ja bei mir das Recht, in meinem Wohnzimmer mit mir aufzunehmen. Aber ich habe dieses Recht aber nie erwirtschaften können. Ja, doch. Du warst auch schon mal in meinem Wohnzimmer. Das stimmt. Als wir dich besucht haben oder eure Truppe besucht haben, da sind wir, ich weiß gar nicht, 5 Stunden oder 4 Stunden gefahren. Ja, jetzt nicht. Also deswegen machen wir das alles jetzt mal ein bisschen komplizierter. Gut, wir haben heute Storm gegen Grixis Arcanist nach dem glorreichen Fail von der vorletzte Woche mit Storm. Ich weiß gar nicht, also Storm hat, glaube ich, gerade schon Mulligan genommen, ne? Ja, Storm müsste 1, 2, 3, 4, 5 plus Karte auf dem Feld müsste Mulligan sein. Grixis Arcanist ist ja so eine Art Control-Deck. Grixis Control nur halt, also eine Mischung aus Grixis Control und Grixis Delver. Ich finde die Adaption tatsächlich ziemlich gut, weil ich finde, Grixis Control kann den Arcanisten noch ein bisschen aktiver verwirtschaften als Grixis Delver. Ja, ich finde halt, in beiden Decks ist das halt, also ich weiß, ich habe Grixis Arcanist, also Grixis Control mit Arcanisten noch nie gespielt. Aber im Delver ist er doch mit Abstand die stärkste Karte. Ja, also Arcanist. Der ist da schon sehr lange sehr gut. Und Grixis Control ist es halt so, der trifft halt auch fast alles, was du spielst. Der trifft deinen Discard, Removal. Einzige, was er halt nicht trifft, sind halt die guten Cola Guns Commands. Ja. Also im Delver spiele ich den, also im Ruck Delver spiele ich den aktuell auch. Aber weil der halt so cool ist, spiele ich halt zum Beispiel eine nicht Blossoming Defense, sondern Becoming Immense. Ja, das ist ja eher so eine Kombo. mit einem Arcanisten für 13 einfach mal vorbeizustampfen. Ja, das ist ziemlich gut. So, ja, hier, Stormmann ist am Graben, bekloppt. Raucht hier einen Cantrip nach dem anderen durch. Ja, gut, ich sehe jetzt gerade 3 LEDs auf der Hand. Ja, aber der Sponder sieht ja gar nicht mal so. Nee, sieht auch nicht gut aus. Da sucht man jetzt einfach nur noch das Payoff. Und der Grixis Arcanist Spieler sucht hier natürlich jetzt Discard und Removal. Also Removal für Spells, also Counterspells. Ja, auf jeden Fall. ich weiß jetzt gar nicht, was der Stormmann da gerade noch blind von oben gezogen hat durch Sponder. Hätte ich auch noch nicht gesehen. Aber ich finde die Starthände ganz gut. Alle beide nur am Brainstorm und Pondern. Gerade schon Arcanist gesehen. Eine Kroxa. Ist jetzt die Frage, ich hoffe mal, dass für den Control-Mann gleich nochmal ein Land droppt. Ich sehe es halt so schlecht von hier, aber das ist aber vollkommen normal. Du siehst das immer ganz schlecht. Interessanterweise, jeder, der so die ersten 1-2 mit mir aufnimmt, dreht dann so den Kopf vor seinem Bildschirm und versucht noch etwas weiter in die Hand reinzugucken. Ich habe es tatsächlich gerade auch schon gemacht. Aber ja. das funktioniert nicht. Das ist irgendwie nicht ganz 3D. Nee, nicht wirklich. Auf jeden Fall, Brainstorm mit Fetchland ist ja der beste Brainstorm. Oh, das war ein Path-to-Exile. Ich weiß noch nicht, ob ich glaube, ich hätte da tatsächlich lieber ein richtiges Fetchland gehabt als die Vista. Weil jetzt musst du halt wirklich überlegen, will ich noch eine Insel? Aber er hat ja noch eine Insel auf der Hand, also muss er jetzt quasi eigentlich den Swamp nehmen. Okay. Mountain Bolt? Ja, Mountain Bolt. Ja. Ja, weil das Ding, also das Problem, was ich mit der Vista in solchen Situationen immer habe, ist, dass sie dich halt total limitiert, ne? Ich finde es auch in einem dreifarbigen Deck ziemlich gierig, eine Vista zu spielen. Ja. Vor allen Dingen, weil Grixis Control ja eigentlich nicht so das Deck ist, was dafür bekannt ist, so lustige Karten wie Astrolabe zu spielen. Was man ja allein schon an den schönen Basics sieht. Ja, wunderschöne Basics. Aber er hat ja das Badlands jetzt noch gehabt, von daher ist das ja auch okay. Da hat er die schwarze Quelle. Ja. Das ist ja dann. Da ist ein Kroxa. Okay, das ist gut. Naja, also das Pass of Flames kann man hier locker einfach abwerfen. Das tut einfach nicht weh. Ja. Und mit 4 Lionside Diamonds auf der Hand ist das halt auch schon ziemlich miese Hand. Ja, das stimmt. Aber fehlt ja auch ein Brainstorm. Nicht ja, das ist halt nur noch ein Payoff. Das kann der Sieg sein jetzt. Ja, darauf wird gebrainstormt. Ja, okay. Okay, das ist ein Land, ein Sumpf, ein Narset und noch ein Land. Ich sehe jetzt keinen Counterspell. Es ist ein Brainstorm, ein Arcanist, ein Bolt. Nee, ich sehe keinerlei Counterspells von dem Arcanist-Spieler. Ja, wenn jetzt der Brainstorm vom Storm gut trifft,
dann ist das, ja, sieht das sehr nach her. Darkrit, okay. Petal und Tutor. Ja, ist halt echt nur die Frage, was man hier nimmt, was man hier lässt. Also ich würde jetzt auch sehr rein intuitiv hätte ich wahrscheinlich eine LED und die Petal zurückgelegt. Das ich auch tatsächlich, denke ich, wenn ich jetzt weiter drüber nachdenke. Weil das Darkrit kann man immer noch flashbacken, aber ich glaube, hier ist gar kein Flashback mehr nötig. Die ganze Zeit habe ich nichts gezogen. Ja. Ich glaube auch nicht. Ja. Storm 1, Storm 2 und Storm 3 und Storm 4. Das ist ja schon. Knack, 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 knack. Ich glaube auch, das macht man hier nicht. Man knackt nicht alle gleichzeitig. Man lässt, glaube ich, eins am Feld. Ja, Storm 5, Storm 6. Okay, krass. Storm 7. Plus halt der vorne her. Ja. Ja, ja, das tut weh. Das geht schnell. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade gar nicht so schnell gesehen, was der Grixis mal noch auf der Hand hatte. Die Nase hätte natürlich noch was reißen können, wenn das weiter so hin und her nur so. Ja. Ja, wenn Nase reißt halt was, wenn die früh kommt. Ja. Aber sonst war es nur Bold für den Ad Nauseum-Turn oder ja. Ja, also generell bin ich tatsächlich kein Fan von Bold in dem Matchup. Nee, ich glaube auch, die sind hier halt nur in Game 2 auch rausgeflogen. Ja, vor allen Dingen, weil Xantiz Form im Storm wahrscheinlich eh nicht mehr gespielt wird, weil wir ja Veil of Summer haben jetzt. Nee, ja, vielleicht gibt es auch noch Leute, die immer noch einen Xantiz Form und zwei Veil of Summer spielen. Okay, okay. Also, ich kenne bis jetzt, also diese Stormlisten, die ich zuletzt gesehen habe, die haben halt vier Veil of Summer im Mainboard gespielt. Ja, das kommt immer darauf an, ob du einen Ahnt hier siehst oder einen Tess. Ich habe das hier jetzt als Storm gefleckt, weil ich immer die Überthemen nehme. Ja. Es ist tatsächlich ein Ahnt und kein Tess. Die Tess spielen vier Mainboard, die Ahnt meistens zwei Mainboard, zwei Sideboard. Ja, dann kann man ja als Kontrollspieler, vor allen Dingen als Grixis-Kontrollspieler, getrost seine zwei Fatal-Pushes rausbauen und die vier Bolts drin lassen, wenn man immer noch das Removal hat für den blöden Swarm. Die Frage ist halt, wie viel man auch reinboarden kann. Das ist halt immer die Frage. Ich habe jetzt bisher noch, glaube ich, keine Karte gesehen, die reingeboardet wurde. Ja. Ja, das sind jetzt zum Beispiel wieder zwei Länder, die ich in dem Matchup nicht besonders feiern würde. Tatsächlich wäre ich jetzt der Kontrollspieler. Nee. Davon macht halt keinen Land. Baleful Strips, Bowl. Mana, was irgendwie. Oha. Okay, krass. Okay, das ist schon. Die Idee ist wahrscheinlich hinzugehen und von ein bisschen Cantripping abzuhalten, gerade wenn vorher kein Land gespielt wurde. Aber ich glaube, die Force of Negation hätte ich tatsächlich behalten für ein potenzielles Past in Flames aus der Hand. Es ist immer noch ein Force of Will und ein Force of Negation auf der Hand. Ach so, ja, gut, okay. Wenn ich es richtig sehe. Also für einen Brainstorm, ich finde das immer ein bisschen knackig, einen doch so guten Counterspell für einen Brainstorm rauszuhauen. Ja, ja gut, es gibt halt Matchups, da ist das tatsächlich wichtig, da macht man das auch. Ja. Und Storm ist nun mal jetzt nicht dafür bekannt, viele Länder zu haben. Und man kann manchmal mit Storm einfach mit einem One-Länder starten, weil die Tarn ziemlich gut ist. Und wenn man dann in der ersten Runde den Brainstorm oder in der zweiten Runde den Brainstorm raucht und versucht, da irgendwie rumzukommen, ist das schon interessant. Das ist halt jetzt bitter, wenn der Arcanist-Spieler selber halt kein weiteres Land findet. Ja, dann, nur kommt noch mal der Brainstorm. Mana hat. Mhm. Okay, Chemotherapy? Nee, wollte ich gerade sagen. Kabal-Ritual. Da geht ein Land weg, da geht ein Ding weg. Ich glaube, hier geht man jetzt für den Turn und versucht, was zu machen. Petal. Darkrit. Okay, jetzt kommen wunderschöne Tokens. Ich hätte das auch resolven lassen. Also, ja. Das ist ja immer so dieser Knackpunkt, ne? Wenn das schon so Petal losgeht und dann das Darkrit kommt, dann hat man das als Kontrollspiel ja recht oft. Okay, ich habe zwei Counterspells, haue ich jetzt den einen für das Darkrit raus. Ja, oder man wartet halt jetzt komplett. Genau. Ja. Storm ist bei 1, 2, 4. Storm ist bei 4. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt wo man so die Hand sieht, da ist ja auch noch, das wunderschöne Veil of Summer. Selbst die beiden Forces hätten da nicht. Ja, das jetzt, okay.
Also wenn du jetzt die Force reaktiv gespielt hättest auf das Dark Ritual, wäre das schlecht für den Control-Spieler ausgegangen. Genau, das wäre sehr, sehr schlecht ausgegangen. So ist es halt, jetzt geht der Storm-Spieler halt all in, weil er denkt, okay, der Gegner kann nicht noch den dritten Counterspell haben, aber der fliegt dann doch noch dabei rum. Und es ist sogar noch ein Force of Negation. Genau, und die ist natürlich auch noch mal richtig schön auf dem Infernal Tutor. Damit ist der auf jeden Fall nicht mehr fast in Flamesbar. Ja, die wird noch gefetcht. Unbedingt das ist gefetcht. Natürlich gut. Jetzt ist halt die Frage, wie schnell kann der Grixis-Control-Spieler jetzt seine Clock bauen, ohne dass der Storm-Spieler wieder ins Spiel finden kann. Ja. End of Turn Snapcaster. Ja, okay. Das zeigt halt schon mal keine gute Clock. Habe ich dir noch einen Bolt auf der Hand? Ja, da frage ich mich jetzt, warum kam... Ja, okay, das fehlt das Land. Aber... Ja, Bolt ins Gesicht, 13. Übrigens, ich muss das wie immer erwähnen, ja. Wunderschöne Tokens von tokens4mtg.com. Ja, stimmt. Muss das mittlerweile als Running Gag mit einbauen. Das sind auch nur Mana. Ja, genau. Mana. Oder sind das jetzt? Das sind Mana-Tokens und Storm-Token. Eine Narset. Okay, das ist big. Ja, das ist gut. Weil das schaltet halt die kompletten Brainstorm-Ponder-Preordains ab. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und als Control-Spieler findest du jetzt halt nochmal alles Mögliche an Disruption und Force. Jetzt nochmal so eine Force finden wäre schon ziemlich gut, ja. Ja. Also ich würde sagen, an diesem Punkt ist das Spiel eigentlich vorbei. Also ist das zumindest für den Storm-Spieler vorbei. Ja, man könnte halt immer noch ein Past in Flames ziehen into Tutor. Ja. Oh mein Gott, ein ganz schlechtes, ganz, ganz schlechte Narset. Man könnte jetzt den Bolt nehmen oder die Explosives auf 0 zu droppen, um wird das Deck hier gemischt. Karten werden doch nur drunter gelegt. Ja. Okay, interessant. Okay, interessant. Das ist ein Xanthet 2. Ja, gut, aber selbst der macht jetzt nichts mehr. Was haben wir denn da? Thoughtseize, Cabal Ritual und Xanthet 2. Ja. Der wird aber gespielt. Ja, Narset, wie gesagt, ist wirklich, glaube ich, nur Log 4. Wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass ich mal ausnahmsweise nicht bei mir im Wohnzimmer bin. Deshalb kann ich tatsächlich gerade danach mal gucken. Und ansonsten, ich glaube auch an sich, was holt ein Spieler hier jetzt noch raus? Ja, da ist auch die Force in der zweiten Narset gewesen. Ja, Frage ist, ich weiß nicht, ob da eine blaue Karte noch auf der Hand ist. Ne, der Rest kommt in random unters Deck, genau. Ja. Wird dieses Mal, glaube ich, auch gemacht. Dieses Mal wurden die Karten auch random drunter gelegt und nicht geschaffelt. Aber da ist ja noch eine Narset auf der Hand, deswegen hätte ich tatsächlich wahrscheinlich einfach Schumpf die Force genommen gerade. Oh, stimmt, da war noch eine Narset. Ne, ist, glaube ich, ein Jace. Aber, ja, ich glaube, selbst in der Situation braucht man auch keinen Jace mehr. Nee, das... Ich meine, jetzt kann auch noch mal gucken nach einem Arkanisten, der noch mal einen Bolt machen kann. Ja, da ist der Arkanist. Und da ist auch ein Petty Thief tatsächlich. Ist jetzt die Frage wirklich, ob man jetzt nicht doch mit einem paar Passive Flames noch irgendwie rauskommen kann. Es kommt jetzt drauf. Ja, gut, was haben wir denn jetzt noch beim Control-Spieler auf der Hand? Narset? Wahrscheinlich den Arkanisten? Und den Brazen Burrer, ja. Bevor man angreift, kommt der dann. Fetch wird der wieder rausgelegt. Ansonsten, ich meine, man kann immer noch einen Tutor finden. Die Hand leer machen dürfte mit Spell into Otzis funktionieren. Ich finde aber tatsächlich jetzt gerade das Pity Theft auf den Swarm gar nicht so elegant. Es ist, glaube ich, tatsächlich eher dieses Andeuten, ich habe noch was, auch wenn man das jetzt natürlich aufgibt. Aber
glaube tatsächlich, das ist hier so ein bisschen die Angst davor, dass der Stormspieler halt trotzdem mit einer Hand noch gewinnen kann. Ja. Weil er braucht jetzt im Endeffekt ja nur noch einen Tutor. Wenn er jetzt einen Tutor oder etwas Ähnliches findet, kommt er tatsächlich durch. Ich werde jetzt überlegt, ob man jetzt den Snapcaster blockt oder nicht. Ja. Man entscheidet sich für den Block. Einfach nur, um ein bisschen Leben zu saven. Das zeigt aber schon, dass der Xande zwar nicht so wichtig Zug, ist. Wenn man den Snapcaster jetzt durchlässt, ist ja nächsten Zug sowieso durch. Okay, Thoughtseize. Okay, dann. Ah! Ja, dann macht es jetzt auch keinen Unterschied mehr eigentlich. Doch, es hätte einen Unterschied gemacht, wenn der Gegner einen Bolt gehabt hätte. Stimmt. Und ja. Und es war tatsächlich kein Dings. Ah, ne, der wurde wegbrainstormt. Da hatte man noch ein Drown-Loch. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage: Das sind nur 5 Mana? Das sind nur 3 Mana? Oder? Sind es? Darf. Ne, es sind nur 3 Mana. Irgendwas ist 3, mittlerweile. 5. Was kostet denn das Flashback? 5, ne? Und jetzt so der Cast kostet 4. Ja. Oder könnte man auch das Ding für benutzen? Ja, aber das reicht ja schon. Das sind 3. Dann sind wir bei 6. Jetzt wird überlegt. Ja, genau, weil das muss nämlich mitgetappt werden. Genau, jetzt sind wir wieder richtig. Das hat mich auch gerade sehr irritiert. Genau. Jetzt passt's. Ja. Storm ist jetzt 5. Storm 5. Dann. Storm 6. Gibt man hier nochmal. Hat man 9 Mana, aber Storm 6. 7, 8. Allein mit Tutor. Ja, man kann jetzt rein theoretisch auch einfach nochmal Thoughtseizen, um den Storm nochmal hochzupushen. Tatsächlich, Tutor, Thoughtseize sind genau Storm 9 plus halt der Originalspell sind 20 Damage. Man muss ja tatsächlich gar nicht mehr so hoch kommen. Es reicht ja tatsächlich, wenn du einfach jetzt einen Storm 7 hast. Das reicht ja schon, weil viele Leute vergessen, dass man ja nur für die Spells, die man davor gecastet hat, eine Kopie kriegt. Was aber bedeutet, dass der eigentliche Spell selber ja auch nochmal durchkommt. Das heißt, eigentlich braucht man nur einen Storm von 9, um zu gewinnen bei 20 Leben. Und genau das wird jetzt hier auch gerade gezeigt. Ja. Man braucht diesen Thoughtseize nicht. Ja, 2-0 für Storm. Das war super knapp. Das war wirklich, wirklich knapp. Ich glaube auch tatsächlich, wenn das Force hier genommen wurde, hätte es keinen Unterschied gemacht wegen dem Discard. Aber man hätte auch kein Ding haben müssen. Ja. Ich frag mich halt nur, ja, wobei, es war aber auch tricky die ganze Zeit für den. Ja, es war wirklich, wirklich tricky. Rixis-Spieler. Ja. Ja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.